This is futile. What if we stop? Du belebst Fenris wieder. Wir brauchen da dringend. Xoti. So help me God, I'll stay with us. Another attack, Cap. Sag mal, wirkt bei denen der Bogen? Es ist aber machbar. Machbarer auf jeden Fall als das andere. Ich habe ja das Problem, ich kann mich nicht sehr arg im Vorfeld buffen. Weil viel nur Infight geht, was doof ist. Und vieles hebt auch nicht lange. Ich meine, selbst meinen Bogen kann ich nur im Kampf. Okay, welcher ist jetzt der da? Nee, die große mache ich mal nicht. Habe ich noch irgendwas Kleines, Gemeines? Das da. Genauso. Den hier. Der ist nicht der da ist. Okay, Xoti, beleb ihn wieder.
That was about as useful as a bump on a pickle. Watch it! So, einer ist noch übrig und wir stehen noch mehr oder weniger alle. Uff. Hey, wenigstens ein. Auch ein formloser Feind hat Schwächen. Sucht die Zerbrechlichkeit in eurer Beute und der Sieg wird euch nicht zu nehmen sein. Ja. Wobei das jetzt mehr oder weniger Glück war, dass nicht so viele Extraschatten gespawnt sind. Wobei ich irgendwie das Gefühl hatte, dass nur der Albtraumschatten zusätzliche Schatten spawnt, der keinen Schutz hat. Oh, if the Watcher of Cadnua is participating in the Crucible, then perhaps we have some reasonable hope of a worthwhile challenge. Oh Gott, die spricht über den Kopf zu mir. Wenn der Wächter von Cadnua im Schmetztiegel antritt, haben wir womöglich nicht allzu schlechte Aussichten auf eine Herausforderung, die unsere Zeit wert ist. Die Worte huschen durch deinen Verstand, als du an einer Gruppe aus 5 Kriegern vorbeiläufst, von denen einige ausdruckslos in die Gegend starren und andere ein deutlich aufgesetztes Lächeln tragen. Die mutmaßliche Anführerin der Gruppe starrt die Jungbird an. Vermutlich ist sie der Ursprung der mentalen Kommunikation. Seraphin, schmeißt diese Bastardin aus meinem Kopf. Wenn sie reden will, soll sie ihre Zunge benutzen. Wenn du es auf einen Kampf abgesehen hast, können wir das hier gerne in der Arena austragen. Ich bin Hagrin und ich nehme an, ihr seid unsere Konkurrenz. Du musst dich nicht beweisen, du kannst deine normale Stimme benutzen. Sag nichts. Nehmen wir mal die 4. I shall speak slowly, that your simple mind might keep pace. Ich werde langsam sprechen, damit dein einfältiger Verstand mithalten kann. Die Anführerin der Gruppe neigt ihren Kopf zur Linken und kurze Zeit später ahmt die anderen es ihr nach. We are the Quiet Five. Many have come to this island seeking victory. But we possess skills and training beyond mere strength of arms. Wir sind die stillen 5. Viele sind auf diese Insel gekommen, um uns zu besiegen. Aber wir verfügen über Fähigkeiten und Training, das über die Stärke normaler Waffen hinausgeht. Never before has a group come so perfectly prepared for the patronage of the Seeker. Noch nie zuvor kam eine Gruppe so perfekt vorbereitet, um den Segen des Suchers zu erbitten. Ich frage mich, wirst du noch immer so leise sein, wenn ich auf deinem Schädel einhämmere? Möge Tomorrow euch mit Stärke segnen und euch zum Sieg im Schmelztiegel verhelfen. Schweigen wir einfach auch mal. Die Anführerin der Gruppe neigt ihren Kopf zu ihrer Linken und kurze Zeit später ahmen die anderen es ihr nach. We are the Quiet Five. Many have come to this island seeking. Ja, das kennen wir schon. Never before has a group come so perfectly prepared for the patronage of the Seeker. Ja, möge Tomorrow bless you as well. I'm sure our fight will be the match of the season. I do so hope the Culling leaves our two packs in the end. Und möge er dich auch segnen. Ich bin sicher, dein Kampf wird das Ergebnis der Saison. Ich hoffe sehr, dass am Ende der Auslese nur unsere beiden Rudel verbleiben. Die Stimmen verbeugen sich tief und beinahe zugleich. Das Quintett wendet sich von dir ab und geht auf den Applaus der Arena zu. Oh Mann. Also ich habe echt irgendwie das Gefühl, dass die Seeker-Herausforderungen die schwierigsten sind. A
Shadow contains what can of course. So. Dann gucken wir uns mal die andere Herausforderung noch an. Also wahrscheinlich werden wir nur mal kurz reingucken. Deswegen werde ich jetzt hier schon mal speichern. Also LP074 speichern. Dann gucken wir uns die Herausforderung noch an. Werden sie aber wahrscheinlich erst das nächste Mal richtig angehen. So, Schleime sind von Natur aus territorial und beschützen die Umgebung, in der sie sich angesiedelt haben, bis in den Tod. Einige Schleime entwickeln eine symbiotische Affinität zum magischen Schutzen, was es schwieriger werden lässt, sie ihrer zu entledigen. Angehende Sucher müssen lernen, mit ihren wilden Feinden umzugehen, während sie den Gefahren aus dem Weg gehen, die aktiven Schutze mit sich bringen. Ja, so ein Feuerschleim nicht mit Feuer angreifen, ein Frostschleim nicht mit Frost angreifen. Und den Schleimschleim nicht mit draufhauen angreifen. Oder so ähnlich. Though lumbering and erratic, the ooze is a creature well adapted to its environment. Obwohl plump und unkoordiniert ist der Schleim doch eine Kreatur, die gut an ihre Umwelt angepasst ist. Kannst du dich ebenso gut anpassen oder wirst du hier versagen? Mind yourselves, the scent of ooze never washes out. Passt gut auf den Gestank von Schleim kriegt. Passt auf, den Gestank von Schleim kriegt man nie wieder aus der Kleidung. Uralte Geister und Siegel. Hm. Das heißt, wir probieren wieder was. Seraphim, du hast noch Bomben, oder? Ja. Ich glaube nämlich, wenn die Siegel weg sind, dass das dann nicht so schlimm sein wird. What? Yeah. Oh, shit. Lass mich raten, der da geht auch nicht, weil ich nicht hochsehen kann. Okay. Captain Aye Aye. Oh? Okay, schon mal nicht schlecht. Die gehen jetzt wieder auf ihre Position zurück. Yes, of course. Yes. Okay. Oh, du hast sogar den Fluch der Pein noch abgekriegt. Ah, das ist doof. Okay, ja, der Kampf ist relativ leicht. Allerdings muss ich, wie gesagt, jetzt hier erstmal einen Cut machen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder bei diesem Kampf.
jagen nochmal alles schön in die Luft. Vielleicht kriegt dann Alof kein Fluch der Pein ab diesmal. Und ja, dann sehen wir weiter. Also, bis gleich.